So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück heute zu einem ganz, ganz kleinen DIY-Video. Nämlich hier geht es nochmal um das Thema Nagelfolien entfernen. Und wer meine Videoreihe kennt, der weiß, dass ich dazu schon ein Video gemacht habe. Heute geht es hier aber um eine sehr schnelle und trotzdem effiziente und sanfte Methode. Also, nach einem kurzen Intro geht's los. Ich freue mich auf euch. Ja, auch bei mir ist heute wieder der Tag erreicht, wo die tollen Folien wieder runter müssen. Sie sind jetzt knapp 10 Tage drauf und ja, so langsam schreien die Fingernägel nach ein bisschen Nagelpflege und die Folien sind halt rausgewachsen. Das sieht dann irgendwann nicht mehr besonders schön aus und deswegen möchte ich euch heute eine Methode zeigen, die ich auf Facebook gesehen habe, die ich aber auch schon auf Instagram vorher gesehen hatte und wo ich mir einfach überlegt habe, so viele von euch haben vielleicht gar keinen Facebook-Account oder ein Instagram-Account und deswegen hier auf dieser YouTube-Plattform auch für diejenigen natürlich die Chance, sich das anzugucken und einfach mal zu schauen, wie kann man das noch machen. Nagelfolien entferne ich normalerweise mit dem Ölwasserbad. Das ist schonend, es kommt kein zusätzlicher Nagellackentferner an die Haut oder an die Nägel, denn der ist extrem austrocknend. Ich habe dann im Internet eine Methode gesehen, wo so ein Nagellackkorrekturstift genutzt wurde. Das heißt, diejenigen haben die Folie so ein bisschen angeknibbelt und haben dann mit der Spitze von diesem Stift einfach hin und her geschoben. Ich habe das auch probiert und ihr seht schon, wie diese Spitze jetzt hier aussieht. Die ist also sehr, ja, wie soll ich sagen, sie ist sehr weich geworden. Ich konnte das damit auch nicht ablösen. Bei mir hat sich einfach nur die Spitze krumm gebogen und die Folie hat sich so in Streifen aufgelöst. Aber dass ich sie so richtig abschieben konnte, hat halt mit dem Stift nicht funktioniert. Der hat zwar auch Ersatzspitzen, aber die sind relativ weich. Und deswegen hat mich diese Methode mit dem Korrekturstift nicht überzeugt. Das kann aber auch am Korrekturstift selber liegen, dass der hier einfach nur sehr weich von der Spitze ist und es durchaus welche gibt, die da ein bisschen effektiver vorgehen. Das kann ich euch an der Stelle nicht sagen. Aber ich finde es halt auch so nicht besonders, na nennen wir es mal nachhaltig, ne? Denn das ist hier Plastik, was produziert wird und ja, wenn man das ein paar Mal genutzt hat und die Spitze ist ausgefranst, dann ist es immer ein Fall für den Müll und das kostet natürlich alles Ressourcen. Deswegen gefiel mir die zweite Variante, die ich gefunden habe, viel besser. Da haben die Mädels so ein Rosenholzstäbchen oder so ein gerades Stäbchen, was oftmals bei den Folien mit dabei liegt, genutzt und haben diese Stäbchen einfach im Nagellackentferner eingetaucht und haben dann das Ganze mit dem Stäbchen abgeschoben. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es ausprobiert und ich bin echt überzeugt davon, denn es geht schnell. Der Finger hat keinen großen Kontakt mit dem Nagellackentferner und insofern ist es trotzdem eine sehr schonende Variante. Warum ist es so wichtig, dass es schonend ist? Ich nutze zwar einen acetonfreien Nagellackentferner, aber wenn wir hier mal auf die Rückseite gucken, da ist unheimlich viel Alkohol drin, da ist Ethylacetat drin. Ethylacetat ist eine Art, ich glaube, Essigsäure oder sowas in der Richtung. Also mit anderen Worten, egal wie schonend das hier für die Nägel angepriesen wird, weil auch ein bisschen Biotin oder Arganöl mit drin ist, es ist und bleibt trotzdem ein alkoholisches Produkt und jede Form von Alkohol trocknet nun mal die Nägel aus. Und ich habe Methoden gesehen, da wickeln sich die Mädels in Alkohol oder in Nagellackentferner getränkte Wattepads um die Fingernägel, machen dann solche Clips fest und lassen das 15 Minuten einwirken. Ganz ehrlich, da graut es mir vor, weil das kann die Nägel nur kaputt machen. Das, was ich euch heute also zeigen möchte, ist die Methode mit dem Rosenholzstäbchen. Und ich werde jetzt hier einfach mal so eins auspacken. Die bekommt ihr in jeder Drogerie. Und dann pumpen wir hier einfach mal ein bisschen Nagellack rein. Nagellackentferner natürlich. So. Ich denke mal, das kann man sehen, ne, durch die Spiegelung. Wenn ich jetzt das Stäbchen reinhalte, dann könnt ihr schon sehen,
wie dieses Holz, weil es ein sehr weiches Holz ist, den Nagellackentferner aufsaugt. Und wenn ihr das gut getränkt habt, dann geht ihr einfach hier zwischen dem Nagel und der Nagelfolie her. Der Rand ist immer das Schwierigste. Aber wenn ihr das erstmal geschafft habt, schaut mal hier, wie leicht es dann geht, diese Folien anzuheben. Denn das, was ihr macht, ist, ihr reißt quasi nicht die Folie vom Fingernagel, sondern ihr trennt hier lediglich die Klebstoffschicht von Folie und Unterlack. Das heißt, das, was jetzt hier auf dem Fingernagel drauf bleibt, das ist der Rest vom Unterlack bzw. der Rest vom Klebstoff. Aber das geht so leicht und easy. Das müsst ihr daher nur noch mal ein bisschen mit einem Wattepad und Nagellackentferner nachbehandeln, sodass hier die Reste vom Klebstoff und die Reste vom Unterlack wegkommen. Und dann war es das schon. Das geht super schnell. Und es wäre natürlich nicht mein Video, wenn ich nicht noch ein extra Hack für euch hätte. Denn ganz viele von euch haben gefragt, wo kriege ich denn solche Dinger her? Ihr seht schon, Essence ist eine Drogeriemarke, heißt, in jeder normalen Drogerie könnt ihr sowas bekommen. Aber das Problem ist, viele von euch haben gar keine Drogerie um die Ecke. Ja, die wohnen irgendwo auf dem Lande und die möchten dafür dann auch keine Online-Bestellung oder ähnliches losjagen. Also bin ich mal in meine Küche gegangen und da bin ich fündig geworden. Und zwar habe ich hier sowas mitgebracht. Das ist ein Schaschlikstab. Und dieser Schaschlikstab, den packe ich jetzt hier einfach mal hin. Ihr könnt euch jedes beliebige Brett drunter nehmen. Wichtig ist, dass ihr nicht gerade abschneidet, sondern dass ihr schön schräg abschneidet. Nehmt dazu am besten ein glattes Messer, dann wird nämlich auch die Kante hier wirklich sauber. Ich denke mal, so kann man es am besten sehen. Ja, wenn es hier zu sehr ausgefranst ist, dann würde ich es noch mal ein bisschen mit einer Nagelfeile oder ähnlichem abschneiden. Aber im Grunde, das hier reicht aus, damit das wirklich gut schiebt und damit ihr euch nicht verletzt. Und dass das wirklich funktioniert, zeige ich euch natürlich auch noch mal. Da haben wir wieder den Nagellackentferner. Schaschlikspieße sind aus einem Bambusholz. Die bekommt ihr für einen wirklich schmalen Euro. Das ist meistens ein 100er-Pack, der dann so 2 Euro kostet. Sind also auch wesentlich billiger als die Maniküre-Stäbchen. Und jetzt gehe ich im Prinzip genauso vor wie vorher, dass ich hier mir den Rand so ein bisschen hochknibbel und dann einfach mit diesem Stäbchen runter und das Ganze abschieben. Und ihr seht schon, zum Rosenholzstäbchen macht das absolut keinen Unterschied. Diese Methode geht also mit einem ganz normalen Schaschlikspieß ganz genauso easy. Wichtig ist, dass ihr den schön schräg abschneidet, dann habt ihr nämlich eine gute Auflagefläche. Und das war's. Einfach nur noch dann die Klebstoffreste mit einem Wattepad entfernen und schon kann es losgehen. Startet am besten danach mit dem Milchbad, versorgt also eure Fingernägel mit Feuchtigkeit. Wer es noch nicht kennt, ich verlinke es euch nochmal hier oben in der Infobox. Viel Spaß mit diesem Hack!